will, dass du das mal bewertest. Come on, man. Das ist dein Spot, Bro, Alter. Community Support. Es fing an, als ich grad 5 war. Der Tod vor meinen Augen, ich war der Verkünder. Kleines Kind, Kopf kaputt, heute bin ich Sünder. Rest in peace, Opa, guck mein Herz in tausend Trümmern, yeah. Geil, Digga. Kurze Gänsehaut am Start, Bro. Ich küsse dein Herz, Digga. Du weißt doch, Bro, heutzutage wird eigentlich nur noch Scheiße erzählt, weißt du? Und die Stimme finde ich nice. Ich küsse dein Herz. Freut mich auch, dass dir meine Mucke gefallen hat, Bro. Du hast gutes Potenzial, Bro. Danke. Wie lange machst du schon Mucke, Bro? Das habe ich vor 2 Jahren oder so aufgenommen und seitdem habe ich gar nichts mehr gemacht. Ich merke gerade immer wieder, Digga, wie krass ähnlich meine Community mit mir selber ist. So. Das, was ich mir für Menschen so angezogen habe in meine Community rein, die einfach so gleich sind wie ich, Bro. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Ey, BD am Main, ist das gerade Eigenwerbung, Bro? Sowas sehen wir hier eigentlich nicht gerne, Digi. Bro? Bro? Cemo, was sagst du dazu? Manche Leute wollen ihre Chance nutzen halt. Ne? Verstehe ich auch irgendwie. Wenn der Brother schon mal hier wieder am Start ist. Und will, dass du das mal bewertest. Come on, man. Okay, das entscheiden wir aber im Kollektiv. Im Chat, würde ich sagen. Eins in den Chat, wenn wir uns den Brother hier aus dem Chat mal reinziehen sollen. Jetzt bin ich aber ein bisschen neugierig, muss ich ehrlich sagen. Was sagt ihr dazu? Hm? 7. Der macht einfach 7 in den Chat, Bruder. Was soll das denn, Alter? Wie lange machst du noch? Muss duschen gehen. Okay, Bruder. Du hast genug 1 auf jeden Fall. Wir werden auf dich reagieren, Digga. Scheiß drauf. Schick mal den Link rein hier in den Chat. Batman, Bruder, das ist dein Spot, Alter. Das ist dein Spot, Bro, Alter. Community Support, Bruder. Fing an, als ich grad 5 war. Der Tod vor meinen Augen, ich war der Verkünder. Kleines Kind, Kopf kaputt, heute bin ich Sünder. Rest in peace, Opa, guck mein Herz in tausend Trümmern, yeah. Es war nicht leicht für mich, Leben zwischen. Geil, Digga. Kurze Gänsehaut am Start, Bro. Ich küss dein Herz, Digga. Bei Kulturen, ich verlor das Gleichgewicht. Als die Kids sich stritten, damals habe ich mich eingemischt. Und wenn mich jemand nervt, dann gab's ne Bombe straight in sein Gesicht. Es tut mir leid für all den Scheiß, den ich gemacht hab. Mama war im Vibing, all dem Scheiß, den ich vollbracht hab. Erziehung ganz allein, weil Vater einfach nur fuck. Was mir am geilsten gefällt, ist die fucking Message, Bro. Ich find, die Sätze gehen so geil rein, weißt du? Ist kein, nicht das, was ich jetzt erwartet hätte von. Du weißt doch, Bro, heutzutage wird eigentlich nur noch Scheiße erzählt, weißt du? Fühle ich gerade voll, Bro. Und die Stimme finde ich nice. Schön, schön dunkel, bassig. Wir tanzten aus den Reihen, stets unterwegs, ja, wir waren startklar. Die Straße war wie ein Zuhause, doch umgeben nur von Hass. Wir kannten keine Liebe, unsere Aussicht war zu blass. Freunde sind Familie, doch pass auf, welche du hast. Manche führen dich zu deinen Zielen, manche führen dich in den Knast, yeah. Sag, kannst du hören, was ich dir sage? Verschmolzen mit dem Beat, denn das ist alles, was ich habe. Ob du mich fühlen kannst, da steht gerade außer Frage. Für dich. Brutales Potenzial, der Cousin. Ich schwör's dir, der hat brutales Potenzial. Mich Musik zu machen. Direkt sein, Digga. Be Unique Records, Bro. Vejo, wie das läuft. Das ist meine Gabe, yeah. Für die Mucke. Lebe dieses Leben für die Mucke. Gehe diese Wege für die Mucke. Sie war da, ist keiner da, aber ja, ich lebe für die Mucke. Hey, für die Mucke. Schöne Lovelock-Cookie in die Mitte rein, Digga. Was sagt ihr, Alter? Gib mein Leben für die Mucke. Vergieße Tränen für die Mucke. Sie war da, ist keiner da, aber ja, ich lebe für die Mucke. Come on. Für die Mucke. Mucke, 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 Mucke. Für die Mucke. Mucke, 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 Mucke. Hey, be the main. Yeah. Geil, Digga. Sehr stark, Bro. Wirklich krasses Potenzial. Für die Mucke. Digga, safe weitermachen, Bruder. Safe weitermachen, Bro. Sehr, sehr geil. Digga, ganz ehrlich, Bro. Hätte ich nicht mit gerechnet jetzt gerade hier. So ein Ding aus der Community zugeschickt bekommen. Der sah auch fresh aus, Digga. Fresher Bruder auf jeden Fall am Start, Digga.
Nice. Hat mich jetzt wirklich umgehauen so. Also ich finde, der sieht gut aus, hat eine sehr gute Stimme, gute Message in den Texten, so. Also Respekt, Bro, mach auf jeden Fall weiter, zieh weiter durch, Brudi. Wie läuft's denn aktuell? Warte mal, ich guck nochmal rein hier. Freunde, also Gemmo, kannst ruhig den Link jetzt nochmal so 5 bis 8 Mal in den Chat reinhauen, so dass meine Leute auf jeden Fall draufgehen und da ein bisschen supporten. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, Bro. Mach auf jeden Fall weiter so. Potenzial ist da. Ah, Batman ist da. Batman, komm mal in irgendeinen Room rein, Bro. Yo. Batman. Du bist auf jeden Fall... Yeah. Alles klar. What's up, Digga? Alles gut? Sorry, Bro. Ich bin der Noobie, Mann, was das Twitch und Discord und so angeht. Alles cool, Digga. Alles cool. Cool, dass du es trotzdem geschafft hast, Bro. Ich freue mich auch, dass dir meine Mucke gefallen hat, Bro. Ey, Potenzial ist auf jeden Fall krass, Bruder, sag ich dir ehrlich, Digga. Du hast gutes Potenzial, danke, Bro. Danke. Ist auch kein Zufall, Digga, dass du jetzt derjenige warst, der sein Ding da reingeschickt hat und wir dann drauf reagiert haben, so, weißt du? Ich glaube nicht an Zufälle. Ja, ich glaube auch an keine Zufälle, Bruder. Muss schon irgendwie einen Grund haben, weißt du? Geil, warte, Digga. Ich schau mal kurz meine AirPods rein, weil ich höre dich am Handy ganz leise. Okay, Mann, fetze den, man. Krass, Bruder, erzähl mal, wo kommst du her nochmal? Österreich, gell? Ja, also ich lebe in der Nähe von Salzburg. Eigentlich in Oberösterreich, aber es ist so 20 Minuten von Salzburg, falls du das kennst. Was läuft in Österreich, Bruder? Bruder, 2G in, man. Ja, das sowieso, Mann, Alter. Aber ich meine so rapmäßig und so szenemäßig, oh. Digga. Geht da was überhaupt? Ja, nee, gar nichts eigentlich. Das, was bisschen läuft so, das findet mehr so in Wien statt. Also gibt schon ein paar nice und heiße Acts, aber ich höre auch ganz wenig deutsche Musik. Also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da gerade so abgeht hier. Gehen die meisten dann in den deutschen Markt rein oder versuchen die in Österreich krass zu werden so? Ich glaube, die meisten orientieren sich schon eher nach Deutschland, so, weil da die Musikindustrie in Österreich ist halt wirklich klein, ne? Lame, würde ich so mal sagen. Ist auch klein, ja. Also die meisten gehen dann direkt oder versuchen halt die Kontakte eher nach Deutschland zu knüpfen, ja. Voll. Kommt nicht dieser Young Huhn nicht auch aus Österreich, Bruder? Ja, ich glaube, der ist Wiener, ja. Ja, ne? Ja. Das ist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der aus Österreich kommt, so rapmäßig. Ja, Raf Komora ist ja auch aus Österreich. Ach, Nazar auch? Ah, Nazar ist auch Österreich, oder? Nazar, Raf Komora, Nazar. Stimmt, Bro, ich habe jetzt eben im Hinterkopf gehört. Und Jacuzza. Sorry, Digga, schöne Grüße gehen raus an Nazar, Digga, das war gerade Fail. Ich habe irgendwie an Schweiz gedacht, Digga, wo ich an die Jungs gedacht habe. Krass, nee, die sind auch aus Österreich, Bro, stimmt. Ja. Aber in Schweiz, glaube ich, in der Schweiz gibt es eine richtige Szene auch, so eine Schweizer Rap-Szene, wo die auch so Schweizerdeutsch rappen, so, weißt du? Ja, Pronto ist nice. Kennst du Pronto? Mhm. Ja, Mann. Der Bruder ist nice und heiß drauf, ja. Wie lange machst du schon Mucke, Bro? Bro, wenn ich ehrlich bin, also das Lied, was ich dir zum Beispiel in den Chat gesendet habe, das habe ich vor 2 Jahren so aufgenommen und seitdem habe ich gar nichts mehr gemacht, Bruder. Seit 2 Jahren hast du gar nichts mehr gemacht? Nein, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich so für ein halbes Jahr oder für ein Jahr war ich so voll intensiv in Music drin. So da muss ich auch erst einmal meine Orientierung finden, ob ich eigentlich Englisch oder Deutsch machen will, weil ich habe eigentlich mit Englisch angefangen. Und ja, dann meinten meine Jungs so, ja, mach mal auf Deutsch. Und das habe ich dann selbst irgendwie nicht so gefühlt. Und genau, und dann habe ich mich, wie gesagt, das habe ich ja vorhin in den Chat auch reingeschrieben, dann habe ich mich irgendwie immer mit anderen verglichen und dann generell hat mich Deutsch irgendwie so voll... Krass. Ja, das war ich. Und genau, wenn ich mir zum Beispiel die Newcomer von heutzutage ansehe, in Deutschrap, so, ich kann mich einfach null mehr mit dem identifizieren, deswegen höre ich mir auch gar keinen Deutschrap mehr an. Mhm. Und ich habe irgendwie die Lust so ein bisschen verloren, an Musik zu machen, obwohl Musik wirklich, Musik ist eigentlich meine größte Liebe, schon immer, seit ich ein kleines Kind bin. Und es hat mir auch selber viel weitergeholfen im Leben und so. Das hat man auch gehört, so, also in dem Text, was ich geschrieben habe, für die Mucke. Hast du gehört? Hast ja gesehen, ich habe direkt Gänsehaut gekriegt auch. Da hat man gespürt, da steckt was, ja, dahinter, Bro. Ist nicht einfach nur irgendein oberflächliches Plastikgelaber so auf den. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, du musst dich auch nicht, da hat auch Dalal gerade im Chat geschrieben, scheiß drauf, orientier dich nicht an dem, was in Deutschland neu rauskommt oder nicht rauskommt. So, weißt du, mach einfach dein eigenes Ding, Bro. So. Ja, klar. Weißt du, weil wenn du dich damit vergleichst, bist du halt ganz anders so.
Das stimmt schon, ja. Also das ist auch nicht der Hauptgrund. Ich hatte auch so viele persönliche Struggles und so, da wo ich einfach nicht in dem richtigen Mindset war, dass ich jetzt überhaupt irgendwie was schreibe oder so. Weil bei mir ist es auch so, um meine volle Kreativität irgendwie rauslassen zu können, da muss ich halt wirklich on point sein. Ich darf keine Sorgen haben im Kopf und so. Und bei mir die letzten paar Jahre ist ein bisschen rund gegangen. So, ich hatte auch so privat viele Probleme mit Familie, dies, das. Und da ging einfach meine Kreativität ein bisschen richtig kaputt dadurch. Also ich und dann das so, frage ich mich auch selbst immer, scheiße, wieso bin ich so, wieso arbeite ich nicht weiter an der Mucke? Weil das ist ja wirklich, wirklich mein größter Traum und meine größte Leidenschaft ist die Musik. Und dann ist es so ein Kampf gegen mich selbst im Inneren. So, ich denke so einerseits, boah, wieso mache ich das nicht? Ich habe das drauf, ich weiß, dass ich es drauf habe. Und andererseits finde ich aber die Kreativität und den Ansporn, den Reiz dazu nicht, einfach diese Mucke zu machen, die ich liebe. So. Und dann, genau, und dann fokussiert man sich irgendwie auf andere Dinge und dann schiebt man das immer weiter nach hinten und irgendwann lässt man es dann irgendwie sein. Ist eine Spirale, Bruder. Ich schwör's dir, ich fühle das zu 100%, was du gesagt hast. Eigentlich haben wir auch eine ähnliche Story, Digga, weil ich habe ja auch eine Zeit lang richtig, alle Songs, die ich rausgehauen habe und die ich auch noch in petto habe, sind in einer Phase entstanden, so. Ne, da wo ich auch richtig so ein halbes Jahr bis Jahr hatte, wo ich voll den Fokus drauf hatte und voll die geilen Sachen gemacht habe, so. Und dann kam halt auch viel dazu, gerade auch mit Auswandern und Vibes und persönliche Geschichten und Shitstorm und dies und das, da läuft nicht und hier läuft nicht. Ich weiß ganz genau, was du meinst, Bruder. Dann ist es halt auch schwer, Musik zu machen. Leute sagen immer so, ja, aber ist doch gut, wenn du schlecht drauf bist und so, dann kannst du das in deine Musik einfließen lassen. Aber wenn dieser eine gewisse Vibe nicht da ist, dann fühlt man es halt irgendwie nicht richtig, Musik zu machen. Also ich kenne das selber, Bruder. Ich kenne das selber. Es ist ganz genau so, ja. Man muss halt schauen, und dass man das halt Ding irgendwie weitermacht, so, ne? Das ist halt egal. Deswegen, weil am Ende des Tages niemand interessiert sich dafür. Weißt du, ich interessiere mich jetzt dafür, ich höre mir das jetzt an von einem gewissen Publikum, wir haben uns jetzt einen Song reingehört, aber wenn du es irgendwann nicht schaffen solltest, juckt es niemanden mehr, weißt du? Das ist ja in deiner eigenen Verantwortung so, ob du es schaffst oder nicht, weil, Bro, auf jeden Fall, ja. Am Ende des Tages willst du nicht dann irgendwie da sitzen und sagen, hätte ich, wäre ich, würde ich so, weißt du? Das kann ich nur immer wieder sagen. Bro. Ich kenne genau, was du meinst, Bruder, aber also es ist leichter gesagt als getan. Ich habe auch mal zu deinem YouTube-Video, ich habe kommentiert, am Ende des Tages wirst du nicht sagen, hätte ich das, dass du ausgewandert bist. Das hast du auch in deiner Story gegeben. Ich schwör's dir, Digga. Krass, ich kann mich gerade voll dran erinnern, Digga. Ich schwör's dir, Bro. Das war mein Comment, Bruder, weil ich fühle deine Videos, ich ziehe mir deine Videos immer rein. Ich hatte auch so eine Zeit, so ich war wirklich am Arsch. Und ich ziehe mir einfach immer so deine positiven Vibes und so rein. Und ich weiß auch, dass das zu 100%, ich bin da genau zu 100% in deiner Meinung, weil zu dieser Phase, wo ich diese gute Zeit hatte, wo ich auch die Mucke immer rauskam und so, da habe ich wirklich jeden Tag an Positivität gearbeitet. Ich bin aufgestanden, ich habe mir auch meine Sachen aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin für alles. Geil. Ich habe jeden Tag zu Gott gebetet. Ich war einfach so richtig positiv. Egal, was Negatives in mein Leben gekommen ist, ich habe es irgendwie versucht umzuwandeln in Positivität. Und genau zu dieser Zeit war ich einfach am produktivsten im Leben. Und dann gab es immer wieder solche Rückschläge irgendwie, das, was mich irgendwie aus meinem ganzen Konzept gebracht hat. Und dann, ja, und dann fällt es einem auch schwer, runter, Digga. Ne? Das fällt dann einem, ja. Es fällt halt gerade in diesen Phasen, fällt es voll schwer, wenn man eigentlich abgefuckt ist, schlecht drauf ist und so. Ich merke das selber bei mir. Das Beten fühlt sich nicht mehr so richtig krass an, weil ich krieg nicht mehr so eine richtige Gänsehaut, wenn ich aufschreibe und so und dann mir die Dinge, fühle ich dankbar. Bro, genau die Dinge fallen halt gerade in anders. Den Phasen, wo es anders, dir richtig kacke geht, fällt es dir schwer, Bro. Aber es ist halt eigentlich, das habe ich auch mit einer Justine und so besprochen, die macht das halt auch wirklich jeden Tag, Digga. Eigentlich ist es brutal wichtig, genau an diesen Phasen, genau in diesen Phasen, das noch intensiver eigentlich zu machen, Digga. Obwohl es eigentlich am schwersten noch schwerer fällt, so, ne? Es ist so. Wirklich so. Es war heute Morgen, ich bin am Morgen zur Arbeit gefahren. Ich denke, weil normalerweise war es immer so bei mir. Ich war 5 Minuten in die Arbeit und in diesen 5 Minuten, wo ich im Auto sitze, bis ich in der Arbeit bin, gehe ich so in meinen Kopf durch, wofür ich dankbar bin. Ich bete zu Gott, sage Dank. Ich denke mir einerseits, scheiße, ich muss zur Arbeit, andererseits denke ich mir, danke Gott, dass ich arbeiten kann. Irgendwelchen Leuten geht es immer schlechter als mir und so. True. Und heute bin ich in die Arbeit gefahren und ich denke mir so, scheiße, eigentlich, ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht, weil ich habe das jeden Tag eigentlich gemacht. Und ich denke mir so, wieso vergesse ich das eigentlich? Like, sometimes just shit is hitting my brain und dann, ich werde irgendwie so...
Wir brauchen Reminder, Bro. Das brauchen wir alle, Dicker. Wir brauchen das alle, Bro. Ich schwör's dir. Ich hab das leider selber auch nicht. Eigentlich braucht man so Vision Boards und so einen Scheiß, Bro. Wo du wirklich jeden Morgen aufstehst und dann diese Scheiße vor dir siehst, so. Weißt du, so ein riesen Vision Board mit deinen Visionen, was du erreichen willst, positive Sätze drauf und so. Dass du das jeden Morgen für dich realisierst, nochmal neu, Digga, weißt du? Eigentlich muss man sich das halt wirklich jeden Tag vor Augen halten, so. Dann passiert es nicht. Aber das Leben ist halt. Ja, Bro, ich kann dir leider auch noch nicht sagen, weil ich habe das selber immer noch auch. Ja. Und gerade hier in Deutschland fällt es einem, glaube ich, noch schwerer, weil das Wetter und so, gerade in der Phase jetzt gerade. Es ist auch richtig schwer jetzt zur Zeit, auch mit dem ganzen Corona-Scheiß. Man wird von so vielen Sachen bombardiert, so, man kann nicht mal klar denken. Ja, genau. Ja. Also man bekommt so viel Input von Sachen, die eigentlich gar nicht dein eigenes Leben betreffen. So, es ist schon schwer, dass man sich auf sich selbst konzentriert, weil einfach so viel Bullshit so drumherum passiert. Also es ist wirklich so, man sagt nicht umsonst so, nur die Starken überleben. Und man muss wirklich stark bleiben jeden Tag und einfach immer das Positive aus allem ziehen. So. Und deswegen, Bruder, feiere ich dich auch, weil dein Mindset und auch diesen Content, den du verteilst, man, wenn das mehr Leute machen würden, so, dann wird die Welt ein bisschen anders aussehen, weil dieser ganze Hate und dieser ganze Schwachsinn, was auf der Welt so gerade abgeht, so, ich komme gar nicht drauf klar. Und ich finde es halt nice, dass halt wieder die gute Seite im Internet, dass es einfach Leute gibt, die einfach positiven Scheiß raushauen. Dann gibt es wieder irgendwelche Leute, die irgendwelche Videos gegen dich machen und das irgendwie dich verarschen und so, was ich gar nicht verstehe, weil ich denke mir so, was, ich verstehe es einfach nicht, weißt du. Ich weiß, manche Sachen sind witzig und so, aber es ergibt einfach null Sinn. Es ergibt gar keinen Sinn. Für mich ergibt es null Sinn. Ich merke gerade immer wieder, Digga, wie krass ähnlich meine Community mit mir selber ist. So, das, was ich mir für Menschen so angezogen habe in meine Community rein, die einfach so gleich sind wie ich, Bro. Weil genau das gleiche Gefühl habe ich auch, weißt du, ich verstehe es auch selber nicht so. Und gerade bei uns, wie du es erzählt hast, glaube ich auch, dass du so bist. Gerade bei uns, wir sind halt Vibe-Menschen, so. Wir spüren Energien und so einen Scheiß, weißt du? Und deswegen konzentrieren wir uns und fühlen halt auch positive Energien. Aber genauso können uns halt auch leider negative Energien irgendwie abfacken, so. Weißt du, was ich meine? So. Und das ist halt irgendwie traurig. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir trotzdem halt, wir müssen lauter werden, so. Wir müssen mit dem positiven Shit. Deswegen, ich bin auch jedes Mal, wenn ich einen positiven Menschen treffe, wo ich das Gefühl habe, der hat ein gutes Herz, so, versuche ich dem Reichweite, Props, alles in der Öffentlichkeit, so eine Justine zum Beispiel auch, oder alle Leute, die in der Vergangenheit bei mir auf dem Weg mit dabei waren, versuche ich immer so richtig irgendwie auch meine Community mit denen zu teilen und dann Spotlight draufzugeben, weil ich halt auch will, dass es mehr Leute gibt, die den Fokus auf Glas halb voll haben und nicht Glas halb leer und den Fokus auf Sonne, Liebe, Positivität und nicht auf Hass, Neid, Missgunst und so einen Scheiß haben, weißt du? Ja, ist halt, schwer leider. Es kommt alles wieder so zurück, egal wie viel Negativität und alles, was um dich herum passiert, so all das, was du gibst, auch das, was du mit Justine und so machst, also ich feiere das so stark, weil du, ich weiß, dass du es auch weißt, weil Gott gibt dir das 10-mal zurück, so jede Kleinigkeit, jede gute Tat wird 10-mal besser, kommt zurück, weißt du, was ich meine? 100%. Und deswegen finde ich auch, dass die Leute sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben sollen, die Leute sollen sich mehr supporten und Menschen müssen irgendwann mal wieder realisieren, dass wir alle Familie sind, Bro, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, Digga. Und wenn das der Fall wäre, dann würden wir uns alle gegenseitig helfen und supporten, anstatt uns gegenseitig runterzuziehen, Digga, weißt du? Also, weiß nicht, wie weit das so kommen konnte, dass es Menschen gibt, Bruder. Dass es überhaupt Menschen gibt, die erfolgreich sogar sind, aber anderen Menschen den Erfolg nicht gönnen und es versuchen, anderen Menschen sogar kaputt zu machen, erfolgreich zu sein, obwohl die schon erfolgreich sind. Nee. So. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also, fuck, Digga. Ich verstehe das auch nicht. Ich denke einfach, dass die das dann, die kriegen das dann irgendwie später zurück oder so. Die sind vielleicht eine Zeit lang erfolgreich und so, aber dann im Endeffekt haben immer die mit dem guten Herz gewinnen, immer. Egal, ob das jetzt so, in 50 Jahren ist oder im nächsten Leben oder in 5 Minuten. So, jeder bekommt das, was er verdient. Und Leute, die Hass verbreiten, die verdienen einfach nicht das Gleiche, was Leute, die Liebe verbreiten, verdienen. Meine Meinung. Und ist auch wichtig, das ist auch daran zu glauben, Natur. Bro. Weil am Ende, das ist das, was auch meine Motivation ist, mein Drive ist so. Wenn ich das nicht spüren würde im Herzen, ich habe immer gesagt, Liebe gewinnt am Ende des Tages so. 100%, Bro. Wenn ich das nicht mehr glauben würde, hätte ich schon aufgegeben, Bro. Und ich war schon in Situationen, wo so viel Hass und so viel negative Scheiße und so viel ekelhafter Shit auf mich zusammengebrochen ist, Bruder, wo ich schon aufgehört habe, fast daran zu glauben, so. Aber wir haben das im Herzen, Digga. Das braucht man auch.
Das naja. Braucht man, solche Situationen braucht man. Also das war auch bei mir. Ich habe ja auch vor 5 Jahren zum Beispiel, habe ich noch nicht so gedacht. So, ich war voll am Arsch, so Familienmitglieder sind gestorben, so ich wusste nicht mehr, wohin mit mir, dies, das, ich war am Boden. Und dann, aber dieser Moment, das war auch dann der Moment, wo ich dann mit Büchern angefangen, so über Spiritualität, über positives Denken und so. Und dann habe ich auch mit Mucke angefangen. Und das war dann die Phase, wo alles gut lief und so. Und dann, bis ich wieder ein bisschen den Faden verloren habe. Aber. Bruder, wer weiß, vielleicht erinnert dich das Gespräch hier gerade wieder daran, so. Weißt du, wie ich meine? Wer weiß, Digga, wenn wir aufhören zu reden, mäßig und so, die nächsten Tage, Wochen und so. Bro, lass auf jeden Fall in Kontakt bleiben, mäßig, Digga. Schreib mir auch mal per Privatnachricht, kannst mir mal dein Instagram oder so schreiben, weißt du, wie ich meine? Ja, safe. Ich glaube, ich habe dich schon 10 Mal auf Instagram geschrieben, aber du hast wahrscheinlich nicht gesehen. Nee, am besten schreibst du das dem Jim. Du hast mit Jemmo schon geschrieben auch, oder? Oder nicht? Ja, hier jetzt im Chat, ja. Aber okay. So ja, du kannst auch einfach hier reinhauen, stimmt. Bei fucking Discord, weißt du? Lass auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Mein IG, oder wie? Ja, genau. Okay, ja, safe. Und ja, Mann, Digga, wir kriegen das schon hin, Bro, weißt du? Hol mal dich auch aus der Scheiße wieder raus, Digga. Bruder, ich feier dich einfach. Was arbeitest du, Bruder? Wenn ich fragen darf noch? Ich bin jetzt zurzeit im Qualitätsmanagement, also in der Automobilindustrie. Nee, da komme ich auch her, Digga. Ja. Krass. Ohne Scheiß. Ja, ich mache das jetzt seit Mai. Bei mir war es ja auch so. Ich bin eigentlich im Februar dieses Jahr, habe ich noch in 4 Schichten gearbeitet, so voll die scheiß Arbeit in Produktion. Ich habe das nicht mehr gepackt, so dann habe ich einfach gekündigt und wollte in die Schweiz gehen. Meine Freundin ist in der Schweiz. Ich dachte mir so, ja, ich gehe in die Schweiz, suche da Arbeit, dies, das. Schweiz ist krass. Und dann habe ich mich dann, ja, und ich habe mich dann so alibimäßig, habe ich mich hier in Österreich noch bei so Stellen beworben. Damit ich halt Geld kassiere von Österreich, aber ich war halt in der Schweiz. Mhm. Und dann habe ich mich halt so für Stellen beworben, für die ich eigentlich nicht qualifiziert wäre, also von Schule her. Mhm. Einfach nur, dass ich mich wohl beworben habe. Und dann genau diese Stelle nimmt mich. Dann bin ich wieder zurückgegangen nach Österreich, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nichts gefunden habe in der Schweiz. Und es ist auch voll, keine Ahnung, voll der Zufall, weil mein Vater, der war ja auch Qualitätsmanager, also der hat da studiert. Und da ist er auch vor ein paar Jahren verstorben. Und ich hätte mir eigentlich nie gedacht, dass ich auch irgendwie in die Schiene reinrücke, weil ich habe damals meine Lehre gemacht und habe schon vor 5, 6 Jahren mal probiert, dass ich in diese Schiene komme, aber es ging irgendwie nicht, keine Ahnung. Dann habe ich die Hoffnung dann auch irgendwie aufgegeben. Mhm. Und dann, wie der Zufall es will, bin ich jetzt irgendwie mittendrin. Soll so sein, Bro. Fokussiere ich mich auf das. Ja, soll so sein, Digga. Mein Beileid auf jeden Fall mit der Vatergeschichte und so. Ist wahrscheinlich auch nicht einfach, danke, Digga. Mann, ja. Aber fokussieren, Bruder, jetzt, weißt du, wie ich meine? Weiter rein da, Bro. Schön arbeiten und jetzt vielleicht irgendwie wieder Motivation für die Mucke kriegen, Bro. Und wer weiß, Digga, vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr arbeiten. Einfach nur daran glauben, Bruder, Hetz. Glaub einfach von ganzem Herz daran, dass du es schaffen kannst, Digga, und dann wirst du es auch schaffen, Bro. Weißt du, wie ich meine? Das ist Fakt. 100%. Bro, wir müssen zusammen einfach einen Track machen, würde ich sagen. Das steht so schon geschrieben in den Büchern. Irgendwie schon, ne, Alter? Das war auf jeden Fall ein Zeichen, Ich glaube schon. Ich glaube, das ist so ein Zeichen, wenn ich jetzt da bin und du, wir gehen durch denselben Struggle, lass mal einen Song raushauen, würde ich sagen. Irgendwas zusammen machen, wa? Ja, Digga. Ja. Why not, Bruder, Alter? Ich würde sagen, wir connecten uns. Wir motivieren uns gegenseitig. Warte mal, wo bist du denn jetzt, Digga? Eben stand doch noch dein Insta da, Digga. Ja, es ist Be The Main. Es ist einfach BDA Main mit Y. BDA Main. Nee, Bruder. BDA M. Ah, hier. YN. Hier. Ich hab dich. Du bist auch halb schwarz, halb weiß, oder? Ja, mein Dad ist aus Ghana und meine Mutter aus Österreich. Ja. Aha. Mix it in, man. Geil, Digga. Ich folge dir auf jeden Fall. Mixy Vibes. Danke, Bro. Kein Thema, Bruder. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich habe dir jetzt nochmal kurz eine Nachricht geschrieben, Bro. Und ja, Digga. Fühl ich, Bro. War geil, Digga. Ich find's so geil, Mann. Alter, was für Menschen in meiner Community abhängen, Digga, das ist echt, es sind immer nur gemachte Menschen, so mit gutem Herz, Digga, habe ich immer das Gefühl, egal wann ich wie jemanden aus meiner Community treffe oder höre oder sehe, da ist wenig dummer Kinderscheiß dabei, so, weißt du, was ich meine? Das sind meistens wirklich Leute mit Hand und Fuß, Digga, und das ist halt wirklich krass.
So. Sogar 30-jährige Polizisten hören sich meinen Stream hier gerade an. Digga, und glaub mir, das ist mehr wert als wie irgendwie 5000 Zuschauer bei irgendwelchen sinnlosen Instagram-Accounts, die einfach nur Blödsinn machen und die kleinen Kinder ziehen sich das rein. Glaub mir, wenn Leute solche Sachen streamen würden und das mehr Reichweite hätte, Bruder, glaub mir, das ist Content. Das sollten die in der Schule sogar zeigen, solchen Content. Eine Stunde Livestream mit Leon Love. Like, geil, Digga. Ich küsse dein Herz, Digga, Alter. Ey, wir ziehen das durch, Bruder. Wenn ich am Ball bleibe, dann wird das auch vielleicht, Bruder, wer weiß, was noch passiert in der Zukunft. Bro, wenn du am Ball bleibst, bleib ich auch am Ball. So, siehst du, allein deswegen muss ich das machen. Und du bist nicht der Einzige, Bro. Vertrau mir, Digga. Ich weiß, dass viele aus der Community sich auch irgendwo festhalten, Digga. Und sagen, wenn der nicht aufgibt, dann gebe ich auch nicht auf. Weil der hat schon so viel Scheiße gefressen, Bruder. Ich kann nicht, weißt du? Ja, Mann, safe. Und irgendwann werden wir uns auch alle mal, ich habe auch die Vision, auch mal endlich wieder irgendwie was zu machen, dass die stabilen Leute aus meiner Community, dass wir uns alle mal sehen, auch in Real Life, dass mal die Energie da ist, so. Ich glaube, das könnte auch nochmal viel bewegen. Also ich wär da safe dabei, Bruder. Na, Mann. Machen wir auf jeden Fall, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse deins, Bro. Hat mich gefreut. Ja, Mann, mich auch, Bruder. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, Bruder. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen kleine Abmoderation machen und so, dann bin ich auch offline, Bro. Safe. Also, Leute, ihr habt gehört, bleibt am Ball. Bald gibt's einen fetten Track von Bro, Leon und Brian. Zieht durch, meine lieben Freunde. Hi, Bro, hau rein. Bis dann, Bruder. Ciao, ciao. Ciao. Yes, sir. Oha, was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, das wollte ich jetzt nicht, Digga. Naja, ist doch egal. Yes, sir, Freunde, was geht, Digga? Wir müssen auf jeden Fall mal ein Community-Treffen machen. Definitiv. Geil, also wie gesagt, für mich immer wieder nice zu sehen, was für eine Community sich da gebildet hat, so. Das ist echt krass, Mann. Also ich bin echt stolz auf euch alle, auf die ganze Community, so, weil da hat sich echt ein richtig geiler Kern an Community aufgebaut, so. Wo ich sagen muss, durchgehend nice Vibes, immer gut drauf. Ich freue mich, noch mehr Leute von euch zu hören, zu sehen. Lass uns auf jeden Fall das mit diesen Talks definitiv regelmäßig machen, dass wir hier mit euch quatschen, dass ich hier mit euch quatsche, so, weil da können, glaube ich, nochmal richtig coole, emotionale, nice Gespräche, die am Ende des Tages für alle irgendwas bringen, irgendwie bei rumkommen, so. Ja, habe ich das Gefühl. Voll geil, Digga. Das hat mich jetzt happy gemacht. Ich bin tot, Bruder. Ich bin ein bisschen kaputt. So, ich versuche auch für den nächsten Stream vielleicht zum Friseur zu gehen, morgen oder so.